Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt die erste Etappe der Synode geschafft und die wichtigen Fragen, eben die besonders oben anliegen, jetzt auch miteinander behandelt und auch beschlossen. Ich verstehe das so, dass die Kirchenleitung für den eingeschlagenen Weg eine deutliche Zustimmung bekommen hat, dass wir den Weg, den wir begonnen haben mit der Entscheidung im Sommer und mit der Gesprächsreihe Kirchenleitung im Dialog, der ist ja auch angelegt auf ein hohes Maß an Beteiligung. Und deswegen war uns diese außerordentliche Tagung der Landessynode auch wichtig. Dass wir heute nochmal deutlich gemacht haben, dass die finanzielle Situation durch die neue Kirchenleitung anders interpretiert wird, ohne dass wir die Parameter geändert hätten, dass wir sagen, die Situation für unsere Kirche ist so zu bewerten, dass wir einen verstärkten Handlungsdruck haben auf landeskirchlicher Ebene, dass wir die Arbeit da umbauen müssen. Dem ist die Synode mit großer Mehrheit gefolgt, da bin ich sehr dankbar. Dass Beratungsprozesse in einer rheinischen Synode auch schon mal mit ein paar Pirouetten verbunden sind, haben Sie dann ja auch mitbekommen. Ich bin erstmal sehr erleichtert, wenn ich auf die Beschlusslage schaue, wenn ich auf das schaue, was wir vor uns haben an zu lösenden Fragen, dann ist das wirklich auch eine extrem große Herausforderung, die wir haben. Denn der Umbau landeskirchlicher Arbeit in der Größenordnung, wie wir es beschrieben haben, ist schon eine Riesenherausforderung. Es ist aber auch spürbar, nicht nur hier in der Synode heute, sondern auch bei den Gesprächsreihen Kirchenleitung im Gespräch, dass das durchaus auch bei vielen Menschen eine Motivation auslöst. Dass man sagt, wir sind jetzt nicht nur dabei, uns kleiner zu setzen um 5% oder hier mal 5.000 Euro einzusparen. Es geht darum, dass wir uns verständigen, wie wir inhaltlich auch weiterarbeiten wollen. Und dieses Gefühl, da ist auch was zu gestalten, das löst was Positives aus. Ich will allerdings auch noch hinzufügen, dass es natürlich bei den Mitarbeitenden bei uns auch andere Gefühle auslöst. Dazu habe ich mich ja auch eingangs geäußert. Uns liegt sehr daran, dass wir den Umbau so gestalten, dass es sozialverträgliche Lösungen gibt. Wir werden uns da zur Decke strecken. Aber dass das für die Betroffenen ein hohes Maß an Unsicherheit ist, das ist auch spürbar. Und von daher werden wir auch damit als Kirchenleitung sehr ernsthaft umgehen mit dieser Frage und uns wirklich bemühen, sozialverträgliche Lösungen hinzubekommen. Soweit vielleicht zu Beginn. Ja. Seitenwechsel, Rückfragen, Herr Dort. Herr Präses, wenn man so die heute verfolgt hat, die Diskussion, den Eindruck, dass die KL schon sehr wohl weiß, was er ab 14 bzw. bis 18 alles streichen will und die nur uns noch nicht sagt. Man geht also erst auf den Prozess. Und die Unsicherheit, die Sie eben angesprochen hat, ist ja vor Ort sehr groß. Also ich denke zum Beispiel an in Bonn, Amos Comenius, wie lange bleiben wir noch? Akademie, wie lange bleiben wir noch? Können Sie da schon eine klare Antwort geben? Ist die Akademie sicher? Das Amos-Gymnasium sicher? Also zunächst ganz klar, es gibt keine geheime Streichliste der Kirchenleitung. Also das gibt es nicht und das würde auch bei uns so nicht funktionieren, sondern wir werden jetzt den Beratungsprozess beginnen und zwar ohne Tabus und alles einschließen. Das ist wirklich wichtig, das gehört auch zur Fairness allen Beteiligten gegenüber, dass wir über alle Fragen sprechen werden und das wäre Schattenboxen. Das macht diese Kirchenleitung nicht und das macht diese Synode auch nicht mit. Von daher gilt das so, wie ich das formuliert habe, es gibt keine Streichliste, wir haben keine Streichliste. Auf der anderen Seite will ich das andere genauso deutlich sagen. Wenn es um 35% geht, dann helfen 5.000 Euro beim Binnenschifferdienst eingespart überhaupt nicht. Das heißt, wir werden schon über die großen Haushaltspositionen sprechen müssen. Und ich will auch nochmal diese Intention sehr deutlich sagen. Haushaltskonsolidierung ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen kirchliches Leben gestalten. Ich habe das ja heute Morgen in meinem Statement gesagt, eine evangelische Kirche kann nicht darauf verzichten, Innovationen auf den Weg zu bringen. Und wir müssen uns auch den Herausforderungen stellen, die ich mit dem Stichwort Relevanzkrise beschrieben habe. Da kann man überhaupt nicht ruhig sein, sondern muss wirklich konstruktiv beunruhigt sein. Und da müssen wir viel tun.
Deswegen nochmal zu Ihrer Frage. In Bonn kann man an keiner Stelle Entwarnung geben, aber auch ist es kein Grund zu Panik, sondern es ist ein ganz geordnetes Beratungsverfahren. Dr. Vollmer. Herr Strykowski, Sie haben ja gerade von ein paar Pirouetten gesprochen, die es auf der Rheinischen Synode auch gäbe. Ich vermute, Sie meinten damit die Abstimmung über den, die Drucksache 1, was glaube ich, also über den Punkt 3, Punkt 4 und so weiter. Ich hatte den Eindruck, es ist da ja ein relativ tief sitzendes Unbehagen der Synodalen deutlich geworden, ob man sich jetzt diese 35% zu eigen macht, ob man sie nur zur Kenntnis nimmt. Was ist die Lehre, die Sie aus diesem Tag in dieser Beziehung mitnehmen? Ja. Also für mich ist entscheidend, was in der Drucksache in dem achten Punkt steht, dass wir sagen, wenn es den Maßnahmenkatalog geben wird, im Januar 2015 der Synode vorgelegt, wird es auch ein Update der Bewertung der finanziellen Situation unserer Kirche geben. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Zusammenhang. Man kann nicht unumkehrbare Fakten schaffen, ohne das ein hohes Maß an Sicherheit zu haben. Jetzt muss man über die Richtung nachdenken, also die Größenordnung ist eben, an der wir uns orientieren, 35%. Aber im Januar wird es ein Update geben, im Januar 2015. Genau deswegen, Herr Dr. Vollmer, das ist, die Synode hat uns keinen Blankoscheck gegeben, das habe ich sehr deutlich verstanden. Und das, die Kirchenleitung wollte auch keinen Blankoscheck, sondern wir wollen die Finanzsituation interpretieren und werden dann schauen, wo wir da stehen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir, das ist grundlegende, sich grundlegend anders darstellen würde. Aber das sehen wir dann im Januar 2015. Frau Pockert und dann Frau Witzmeier. Ich wollte fragen, Sie haben ja gesagt, die dienstbedingte Kündigung sind nicht auszuschließen. Ab wann stimmen Sie denn an, wenn Sie denn fällig werden? Also die, wenn die Synode im Januar 2014 beschließt, dass wir die Maßnahmen der Aufgabenkritik vorziehen, dann ist das der Punkt, ab dem wir zu personalrelevanten Maßnahmen kommen müssten. Ich will allerdings schon sagen, dass wir auch jetzt Beschlüsse ja schon gefasst haben, etwa so einen internen Arbeitsmarkt, dass wir jetzt Versetzungen hausintern vornehmen, in Einrichtungen vornehmen, damit wir möglichst früh viel Luft schaffen und nicht zu spät anfangen. Das Ziel kann ich nur noch mal unterstreichen, dass wir uns wirklich, also dass es zur Redlichkeit gehört, wenn man die Dinge nicht abschließend überblickt, dass wir sagen, wir können es nicht ausschließen. Mir ist lieber, ich sage am Ende, wir haben es zwar nicht ausschließen können, aber wir haben es geschafft. Nur garantieren kann das im Moment keiner. Frau Hülsmeier. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, es ist ein Beratungsprozess ohne Tabus. Also keine Institution kann sicher sein sozusagen, muss auch keine Panik sein. Also kein Gymnasium, keine Akademie. Wie soll denn die Kirche so in Zukunft sichtbar bleiben in der Gesellschaft? Also für mich sind ja immer so zwei Pole wichtig. Dass ich zum einen sage, und das ist, sage ich jetzt nicht nur als Person, als Präses, sondern das ist auch die Position der Kirchenleitung, dass wir sagen, wir konzentrieren uns zum einen auf den Punkt des Glaubens und zum anderen auf den Punkt der Weltverantwortung. Und wenn es um den Glauben geht, sage ich es immer ganz schlicht und fromm, es geht darum, dass wir Menschen helfen, dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben. Da geht es um die Lebensbegleitung mit all dem, wo wir wirklich stark sind, in Seelsorge, Verkündigung und Bildung. Und dann geht es um diesen Bereich der Weltverantwortung. Der christliche Glaube ist eben gesellschaftlich relevant, politisch relevant und das ist für mich unabhängig von Größe und Finanzkraft ein unaufgehbarer Punkt, dass unsere Kirche an der Stelle sich immer einmischen wird und die Botschaft vom Reich Gottes, wie ich sie verstehe, ist immer auch eine Antwort auf das, was uns bisweilen vorgehalten wird, dieses oder jenes sei alternativlos. Die Botschaft vom Reich Gottes ist ein Gegenentwurf. Da geht es um Gerechtigkeit und Frieden und diese Themen liegen bei uns auch immer oben auf. Also die Frömmigkeit und die Weltverantwortung gehört für uns dauerhaft zusammen und das wird sich auch nicht ändern, auch wenn sich der Umfang der Arbeitsbereiche ändern soll. Habe ich jemanden übersehen? Ja, Herr Dürr nochmal? Ich habe mich gewundert, dass bei den ganzen Diskussionen heute das Wort Staatsleistung nie vorgekommen ist. Zumal die Politik ja dabei ist zu sagen und drängt ja etwa die Linken im Bundestag ganz besonders, wir wollen eine Lösung für die Staatsleistung. Das würde ja eine empfindliche Einbuße betreffen und es gibt ja Vorschläge, die also gemacht werden. Man könnte ja damit unter Umständen dann die Versorgungskasse füllen mit einer Ableistung durch den Staat. Wie steht es aus Ihrer Sicht damit?
Also ich habe, glaube ich, im April schon in einem Interview gesagt, bezogen auf die Staatsleistungen, der Ball liegt im Feld der Politik. Und wir warten darauf, dass er gespielt wird. Für uns ist das überhaupt kein Tabuthema. Darüber muss man reden, wenn es denn eine große Koalition gibt, kann sie sich vielleicht ja auch mehreren großen Aufgaben stellen und eine könnte diese Aufgabe sein. Im Rheinland ist das so, wenn ich die Zahl, Herr Iven wird es sonst korrigieren, wenn ich die Zahl richtig vor Augen habe, sind es glaube ich 9,6 Millionen, die wir an Staatsleistungen erhalten in den unterschiedlichen Bundesländern. Und das kommt ja auch zu großen Teilen überwiegend bei den Gemeinden und Kirchenkreisen an. Und wenn man das in Relation setzt zum Kirchensteueraufkommen von 570 Millionen über den dicken Daumen, dann sind die 9,6 Millionen gesamtkirchlich nicht wenig, aber es ist nicht der alles entscheidende Punkt. Trotzdem, sage ich ganz deutlich, wünsche ich mir an der Stelle eine Bewegung, denn da immer am Nasenring durchs Dorf geführt zu werden, wie wir das jetzt erleben, ist für uns auch keine komfortable Situation. Also ich wäre sehr dankbar, wenn die Politik den Ball aufnimmt und wenn man diskret nach Lösungen sucht und die hoffentlich auch findet. Bevor Dr. Vollmer dran ist, rufe ich Last Order aus, weil der Präsident auch wieder zurück aufs Präsidium muss. Wunderbar, dann zum Schluss Dr. Vollmer. Eine Frage noch zum Haushalt. Wäre es nicht insgesamt geschickter gewesen, Sie haben eben von Inhalten gesprochen, die erhalten bleiben müssen, zunächst Bereiche zu definieren, die sozusagen unaufgehbar sind und dann Zahlen anzusetzen, anstatt erst mit dieser 35%-Zahl rauszukommen und dann zu sagen, im halben Jahr gucken wir mal was. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel auf der Ebene der Ortsgemeinden. Also jede Ortsgemeinde ist diakonisch tätig. In welchem Umfang hängt eben von der Finanzkraft ab. In meiner eigenen Gemeinde war das so, als ich anfing, hatten wir hauptamtliche Gemeindeschwestern, 6 Personen an der Zahl. Das war unsere Form der Diakonie. Heute finanziert meine Gemeinde, also in Wuppertal, wo ich wohne, die finanziert von Klingelbeutelkollekten, Einzelfallhilfe und Sozialberatung. Das heißt, inhaltlich sind wir weiter eine diakonische Gemeinde, aber in einem völlig anderen Umfang und in völlig anderer Form. Deswegen, also die Überlegungen, gibt es Inhalte, wo wir sagen, die sind aufgebbar. Da habe ich die Prozesse bisher so verstanden, dass sie oft in Sackgassen führen, weil das war auch jetzt bei Aufgabenkritik 1 spürbar. Alle haben wortreich darlegen können, jede Abteilung, jede Einrichtung, dass das, was sie macht, mit den Zielen der Kirchenleitung, mit der Kirchenordnung und auch mit sonst allen Glaubensbekenntnissen in Übereinstimmung steht. Und dann kommt die nächste Frage, was mache ich, wenn ich all diese sinnvollen Aufgaben nicht finanzieren kann? Aber was ich schon unterstreichen möchte, ist, dass uns sehr daran liegt, dass wir nicht chirurgisch sparen und am Ende im Nebeneffekt Lösungen haben, die wir inhaltlich nicht verantworten können. Das steht auch hinter der Formulierung konzeptionell reflektierte Haushaltskonsolidierung. Also das kann kein theologiefreier Pragmatismus sein. Wenn Sie sagen, nicht chirurgisch sparen, heißt das, der Kirche auch in Zukunft leben soll. Aber, ja. Operat, ja. Also ich sage mal so, Herr Dort, wenn ich mir angucke, wie im europäischen Kontext zum Beispiel Kirchen mit deutlich anderer Finanzausstattung leben, wie sie vital sind und wie sie sich einmischen, auch in gesellschaftliche und politische Diskussionen, wie sie diakonisch tätig sind, dann ermutigt uns das vielleicht auch ein bisschen angstfreier mit unserer Situation umzugehen. Wir werden auch nach dieser Runde, nach dieser Sparrunde, werden wir, was die Finanzausstattung betrifft, werden wir noch in der Champions League europäisch spielen und auch EKD-weit immer noch ziemlich weit oben liegen. Wir haben ein Stück über unsere Verhältnisse gelebt, insbesondere was die Versorgungsfragen betrifft. Da haben wir uns künstliche Spielräume geschaffen, die faktisch nicht da waren. Und das macht uns mit große Probleme.